Unsere Zielstellung ist es natürlich auch, die Sichtbarkeit der Akteure hier in der Region zu stärken. Und deswegen sind wir ganz bewusst auch mit den Innovationsforen in den ländlichen Räumen unterwegs. Ich glaube, das ist ein guter Weg, um sich auszutauschen, auf Augenhöhe zu diskutieren und vielleicht auch die eine oder andere Lösung gemeinsam zu entwickeln. Das waren Menschen, die Ideen haben, die sprühen und die andere Menschen anstecken können, wo einfach ein Feuer entfacht wird. Ich hoffe, dass wir auch Impulse an alle Teilnehmenden mitgeben konnten zum Thema, wo kann ich KI sinnvoll einsetzen. Aufbruch heißt heutzutage natürlich digitale Themen installieren. Aus meiner Perspektive als Unternehmer sind das vor allen Dingen Themen rund um die künstliche Intelligenz. Für mich als Handwerker ist es mal echt verrückt, in so eine Welt einzutauchen. Wir kommen ja nur aus einer Region, wo das noch nicht so sehr verbreitet ist und auch viele auch davor Angst haben. Und ich hoffe, mit den ganzen Informationen zurückzukehren und vielleicht die Handwerkerkollegen auch mal ein bisschen anzustoßen oder mal ein bisschen positiv zu stimmen, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Dieses Ökosystem ist innovationsgetrieben. Auch mit dem Anschluss an die duale Hochschule, die nächstes Jahr entstehen soll, wird hier Wissen mit Fokus auf KI entstehen. Es werden zukünftige Themen vorangetrieben.